Diesmal gibt es ein recht kniffliges Problem zu lösen und das geht folgendermaßen. Stell dir vor, hier unten hast du ein Geschoss, also zum Beispiel eine Kanonenkugel zum Beispiel. Und das wird mit einer Anfangsgeschwindigkeit abgeschossen von 10 Metern pro Sekunde und in einem Abschusswinkel von 30 Grad. Und wir nehmen an, dass es keinen Luftwiderstand gibt. Wie groß, Quatsch, nicht wie groß, wie weit fliegt diese Kanonenkugel jetzt? Also, oder anders gefragt, wo landet die Kanonenkugel? Das wollen wir jetzt in dem Video herauskriegen. Wo landet die Kanonenkugel? Und ich werde versuchen, das so mit dir durchzugehen, wie, also zumindest wie ich das ganz logisch finde, dass ich wirklich mir jede Frage eine nach der anderen stelle und dann immer nur gucke, was ich jetzt noch berechnen muss, weil mir das noch fehlt. Also die Kanonenkugel wird ja hier in irgendwie so einer Parabel wahrscheinlich fliegen und hier hinten irgendwo aufkommen. Und die erste Sache, die ich mir jetzt denke, ist, dieser Punkt hier hinten ist ja definitiv eine Wegangabe. Das heißt, das hier hinten ist der Weg am Ende meiner Bewegung, also SE. Entsprechend ist das hier vorne natürlich der Anfangsweg, aber den zeichne ich jetzt mal nicht mit ein. Das heißt, was wir im Kern eigentlich nur berechnen wollen, ist ein Weg. Und zwar der Weg in die horizontale Richtung natürlich nur. Ich denke, das ist ja recht klar. Wie hoch die Kugel dabei fliegt bei dieser Bewegung, ist uns ja egal. Wir wollen ja nur wissen, wo sie landet. Also in horizontale Richtung, wo der Punkt ist, wo sie landen wird. Das heißt, was wir eigentlich ausrechnen wollen, ist SE. So, und jetzt, wie gesagt, du kannst dir solche Formeln merken, aber ich finde es immer sinnvoller, darüber nachzudenken. Am Ende der Bewegung werde ich da sein, wo ich am Anfang der Bewegung war, also der Weg, den ich am Anfang zurückgelegt habe, plus der Geschwindigkeit, ups, nicht Delta, plus der Geschwindigkeit mal die Zeit, die ich dafür gebraucht habe. Oder anders gesagt, vielleicht leichter verständlich, wie lange habe ich mich mit welcher Geschwindigkeit bewegt? Und dann kommt das halt obendrauf auf den Anfangsweg. Und das hier ist natürlich in die horizontale Richtung. Das hatte ich ja eben schon angemerkt. Vertikale Richtung interessiert uns ja dabei erstmal nicht. Okay, jetzt können wir gucken, was haben wir davon schon und was müssen wir noch berechnen. Also, der Anfangsweg ist ja der hier vorne und der ist natürlich 0, weil wir haben uns ja bisher noch gar nicht bewegt. 0 Meter. Der nächste Schritt wäre die horizontale Geschwindigkeit. Und die meisten von diesen Problemen kannst du halt damit lösen, dass du diesen Anfangsgeschwindigkeitsvektor einfach in seine Bestandteile zerlegst, also in seinen horizontalen Anteil und in seinen vertikalen Anteil. Und wie du siehst, den brauchen wir jetzt hier auch. Also machen wir das doch einfach mal. Ich zeichne am besten dieses Bild hier drüben nochmal nach. Also das hier ist der Boden. Und dann kommt jetzt hier, das hier ist unser V, also 10 Meter pro Sekunde. Und den Winkel kann ich auch noch einzeichnen. Das hier sind 30 Grad. Und der Winkel muss ja jetzt definitiv, oh, jetzt habe ich die Strichdicke verändert. So, der Winkel muss jetzt hier, Quatsch, nicht der Winkel, diese Schräge ist ja definitiv aufbrechbar in einmal in die X-Richtung und einmal in die Y-Richtung, also vertikal und horizontal. Und ich zeichne jetzt hier am besten schon mal, jetzt kann ich nicht mehr zeichnen. So, jetzt. Ich zeichne jetzt schon mal die vertikale Richtung hier ein, also das ist V in vertikaler Richtung. Und ach so, ganz wichtig, das hier ist natürlich die Anfangsgeschwindigkeit, hatte ich ja gesagt. Das heißt, diese beiden Komponenten hier sind auch nur die Anfangsgeschwindigkeiten, ich schreibe es nochmal drüber, in die jeweiligen Richtungen. Also die Anfangsgeschwindigkeit in vertikale und in horizontale Richtung. Und der grüne Strich hier unten ist dann natürlich die Geschwindigkeit in horizontale Richtung. Am Anfang, ganz wichtig, am Anfang. Kann ich nicht genug sagen. Das heißt, wenn wir uns jetzt eine von diesen Seiten hier ausrechnen wollen, wenn wir jetzt ein Dreieck haben, macht die Sache das ja ziemlich leicht, nehmen wir einfach die trigonometrischen Funktionen her. Also, ich gebe dir nochmal einen kleinen Hilfssatz, den ich ganz hilfreich finde, auch wenn er Englisch ist, aber ich denke, das geht trotzdem ganz gut. Der heißt Sokatoa. Sokatoa. Und die ersten Buchstaben stehen dabei jeweils für die trigonometrische Funktion. Also, das ist der Sinus, das ist der Cosinus und das ist der Tangens. Und die anderen beiden Buchstaben stehen jeweils dafür, was man durch was teilen soll. Also beim Cosinus zum Beispiel teilt man die Ankathete durch die Hypotenuse. Und das O steht jeweils für Gegenkathete, also für das englische Opposite. Das heißt, der Sinus wäre Gegenkathete durch Hypotenuse. Okay, was haben wir jetzt? Wir haben ein H auf jeden Fall, also wir kennen die Hypotenuse schon und wir wollen ausrechnen VH, also die Ankathete zu diesem 30-Grad-Winkel. Und wo haben wir A und H drin? Naja, hier, in Cosinus. Ja, durchstreichen soll ich es vielleicht nicht ganz. Hier, im Cosinus. Cosinus ist Ankathete durch Hypotenuse. Also wissen wir, dass der Cosinus von 30 Grad genauso groß ist wie die Ankathete, also VH,
durch die Hypotenuse ist V. Ah, ich versuche mal die Farben beizubehalten. Das macht die Sache natürlich ein bisschen leichter zu durchschauen. So, jetzt rechne ich einfach nochmal V. Also ist V mal dem Cosinus. V mal Cosinus von 30 Grad gleich VH. Und das können wir jetzt ausrechnen. Also V, habe ich schon gesagt, ist 10 Meter pro Sekunde. Das war uns ja gegeben. Und der Cosinus von 30 Grad, den kannst du jetzt natürlich in deinen Taschenrechner eingeben. Aber ich würde dir empfehlen, dir den einfach mal zu merken, weil man dadurch oft auch viele Sachen einfach vereinfachen kann. Aber als Bruch dargestellt ist der Cosinus von 30 Grad einfach Wurzel 3 halbe. Okay, und das können wir jetzt ausrechnen. 10 durch 2 ist 5, also ist VH gleich 5 mal Wurzel 3, nicht vergessen, Wurzel 3 Meter pro Sekunde. Zack, unser erstes Zwischenergebnis. Also VH hier ist 5 mal Wurzel 3 Meter pro Sekunde. So, und jetzt kommt der eigentlich schwierige Teil. Und zwar, wie lang dauert diese ganze Bewegung eigentlich? Und damit wir die Frage beantworten können, ich mache mal in Orange alles, was in die vertikale Richtung geht, habe ich nämlich hier auch schon mal angefangen. Um die Frage hier beantworten zu können, musst du jetzt erstmal klar machen, wovon ist es überhaupt abhängig, wie lange diese Bewegung dauert. Und ich gebe dir ganz kurz Zeit, denk am besten kurz drüber nach, mache am besten kurz Pause und denk mal drüber nach, wovon ist es abhängig, wie lange diese Bewegung dauert. Okay, ich hoffe, du hast jetzt das Video wieder angemacht. Die Dauer der Bewegung hängt ja nur davon ab, wie hoch, also nur von der vertikalen Richtung, wie hoch die Kanonenkugel steigt und dann, wenn sie wieder runterkommt. Diese horizontale Richtung hat ja überhaupt keinen Einfluss darauf. Ist doch egal, wie weit die Kugel fliegt. Diese Zeit ist ja davon abhängig, dass wir hier unten anfangen und dann messen wir ja die Zeit, dass sie einmal hochgeht und dann wieder runterkommt. Wie weit sie dabei nach rechts oder links fliegt, ist ja total egal. Das heißt, wir wissen schon mal, dass wir an dieses Delta T irgendwie über die vertikale Komponente von unserer Geschwindigkeit rankommen. Plus, wir haben noch eine zweite Information in die vertikale Richtung. Und zwar ist das die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, Entschuldigung, die Beschleunigung in die vertikale Richtung. Wie groß ist die? Genau, das ist einfach nur die Fallbeschleunigung. Und die ist natürlich minus 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Oder Meter pro Sekunde je Sekunde. So, also ist jetzt die eigentliche Frage, wie steht die Beschleunigung, also wie steht A in Beziehung zu T? Also kennst du vielleicht irgendeine Gleichung, die dir sagt, wie die A enthält und die T enthält? Und ich denke, das ist ziemlich straightforward sozusagen, also ziemlich, ziemlich direkt. Die Definition von Beschleunigung ist ja einfach nur, das ist die Veränderung der Geschwindigkeit je Zeit. Also, und da wir es hier in vertikale Richtung haben, ist es natürlich auch hier in vertikale Richtung. Das heißt, was uns jetzt noch fehlt, ist hier dieser Geschwindigkeitsunterschied in vertikale Richtung. So, ich mache hier mal Punkte vor, dann siehst du, dass das immer einzelne Gedankenschritte waren. So, die Geschwindigkeit, der Geschwindigkeitsunterschied in vertikale Richtung besteht. Jeder Unterschied besteht eigentlich immer aus dem Endergebnis und dem Anfangswert sozusagen. Also, besteht aus der Geschwindigkeit in vertikale Richtung am Ende minus die Geschwindigkeit in vertikale Richtung am Anfang. Und hier diesen Anfangswert, den können wir hier wieder ausrechnen, und zwar auch wieder mit den trigonometrischen Funktionen. Also, ich schreibe es mal hier unten hin. Das hier ist jetzt die Gegenkathete zu dem Winkel, zu diesem 30 Grad. Also haben wir ein O für Gegenkathete und ein H für Hypotenuse. Also nehmen wir den Sinus. Also der Sinus von 30 Grad ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Also VV, denkt daran, das ist eigentlich VVA. Also die Geschwindigkeit in vertikale Richtung am Anfang durch, ach so, wieder die Farbe wechseln, durch die durch den Gesamtgeschwindigkeitsvektor. Wieder mal V rechnen, also V, Farbe wechseln, mal dem Sinus von 30 Grad, ist also der Geschwindigkeit der einen, die wir suchen. Und V, genau wie eben, ist einfach nur 10 Meter pro Sekunde. Und der Sinus von 30 Grad ist genauso einfach wie der Cosinus von 30 Grad. Den solltest du dir am besten auch merken, den muss man sich nicht ausrechnen, der ist einfach nur ein halb. Das heißt, wir wissen, dass unsere Geschwindigkeit in vertikaler Richtung am Anfang 10 mal ein halb ist, 5 Meter pro Sekunde ist. Okay, also haben wir den Teil jetzt hier schon. Der hier, das hier sind 5 Meter pro Sekunde.
wie groß ist die Geschwindigkeit am Ende der Bewegung? Und da kommen wir jetzt wieder nur drauf, wenn wir kurz drüber nachdenken. Stell dir einfach vor, hier unten ist ja jetzt die Kugel. So, die fliegt jetzt mit 5 Metern pro Sekunde hoch, dann wird sie langsamer, 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 langsamer. Irgendwo kommt sie zum Stillstand und dann fällt sie wieder runter und runter und runter und runter und runter. Und wenn sie hier unten ankommt, und wir haben ja keinen Luftwiderstand, haben wir ja gesagt, dann hat sie doch genau die gleiche Geschwindigkeit wie am Anfang, nur halt in die andere Richtung, richtig? Also am Anfang fliegt sie hoch und danach kommt sie runter. Und wenn sie hier ankommt, hat sie genau die gleiche Geschwindigkeit. Das heißt, unsere Endgeschwindigkeit ist einfach nur minus 5 Meter pro Sekunde. Ist einfach nur die negative Anfangsgeschwindigkeit. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, kommen wir auf minus 5 minus 5 ist minus 10 Meter pro Sekunde. Und das sieht schon ziemlich gut aus. Sind wir schon fast am Ende. Jetzt stelle ich die Gleichung hier nochmal einmal um. Also ich mache mal hier so einen Pfeil hin. Also ich rechne mal t und durch die Beschleunigung in vertikale Richtung. Dann kommt hier raus Delta T. Na, warte, ich mache am besten hier den Pfeil mal wirklich nach da ganz unten. Also, dann ist Delta T. Ich habe mal T gerechnet und durch AV. Also ist Delta T gleich Delta V in vertikale Richtung durch die Beschleunigung in vertikale Richtung. Und das ist gleich minus 10 Meter pro Sekunde geteilt durch. AV haben wir hier oben schon gesagt, ist einfach nur die Fallbeschleunigung, also durch minus 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Und dann kürze ich hier Meter mit Meter raus, Sekunde mit dem Quadrat hier. Dann bleibt hier noch 1 durch Sekunde stehen und keine Einheit durch 1 durch Sekunde ist das gleiche wie Sekunde. Also kommt das mit den Einheiten auf jeden Fall schon mal hin. Und Delta T ist gleich. Und jetzt brauchen wir natürlich einen Taschenrechner. Muss ich mal schauen, da ist ein Taschenrechner. Und zwar minus mal minus ist plus, also kann ich gleich plus eingeben. 10, nee, das ist nicht 10. Warte. So. 10 durch 9,81 ist gleich 1, okay, wir haben jetzt hier zwei signifikante Stellen, also runde ich jetzt hier auch auf die zweite Nachkommastelle einfach mal, ist 1,02. T ist also 1,02 Sekunden. Okay, das ist schon mal ziemlich gut. 1,02 Sekunden. Also brauchen wir jetzt nur noch das hier oben ausrechnen. Ich setze nochmal alles ein und du kannst schon mal die Trommelwirbel auspacken. Also 0 Meter plus 5 mal Wurzel 3 Meter pro Sekunde mal 1,02 Sekunden ist gleich. Okay, die 0 lasse ich einfach mal gleich wegfallen. Und der Taschenrechner sagt uns jetzt, dass 3 hoch 0,5, das ist das gleiche wie die Wurzel aus 3 nehmen, mal 5 und das Ganze nochmal 1,02 ist gleich 8,8, ich runde auf die zweite Stelle, 8,83 Meter. 8,83 Meter. Das können wir doppelt unterstreichen, weil das ist unsere Lösung. Das ist SE und SE, hatten wir hier oben gesagt, ist der Punkt, an dem die Kanonenkugel landen wird. Glückwunsch!